Ich erfuhr von der dunklen Geschichte Neutropolis kurz nach meinem langen Urlaub in den blauen Zellen. Vieles passierte vor meiner Zeit, aber die Ereignisse sollten mich schon bald überrollen. Ich musste sehr bald erfahren, wie aus diesem freien Utopia die dreckige Hölle von heute wurde. Es war etwas mit den Einwohnern, etwas Unnatürliches und sehr Böses. Mein und ihr Leben würde sich für immer verändern, aber ich werde am Anfang beginnen. Ich hatte etwas Freizeit, also zog ich um den Block und pfiff eine besonders schiefe Melodie, die ich selbst komponiert hatte. Plötzlich kam aus dem Smog... Wow! Hallo Jungs! Ich verbrachte 7 lausige Tage in einer spartanischen Zelle und das nur, weil ich zu glücklich war. Und jeden Tag pumpten die Gnomes Musik in meine Zelle. Und zwar von der Art, die nur als Fahrstuhlmusik bezeichnet werden kann. Sie nennen das Normalisierung. Puh. Aber am letzten Tag... Frustriert? Willst du Gleichgesinnte kennenlernen? Willst du etwas für die Stadt tun? Besorg dir einen Job und sieh dich mal bei Plüschhimmel um. Du findest eine Gruppe in einem der Müllcontainer. Ein Empathisierer? Das war mein erster Kontakt mit Leuten von derselben Wellenlänge. Das erste Mal seit knapp 40 Jahren sollte sich was ändern.